Jo Leute, euer Makamongo mit der Jenny hier und wir spielen weiter Zelda. So, los geht's. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren. Ich auch nicht. Wir haben jetzt gestern nicht gespielt und Schon ein paar Tage. ein paar Tage nicht. Wir nehmen ja dann immer ein paar Folgen auf und dann laden wir die nach und nach hoch. Aber wir wollen in nächster Zeit wahrscheinlich halt mehr Folgen hochladen. Was heißt mehr? Also Längere. längere Folgen. Und am Wochenende wahrscheinlich dann auch mal ein Video mehr. Also mindestens eins pro Tag. So, das auf jeden Fall. Ah, genau, wir haben einen neuen Turm Turm. entdeckt. Ja, stimmt. Wir sind hier drauf gestiegen. Stimmt, und jetzt haben wir doch diesen Sensor, womit wir Schreine. Jo, und dann war auch direkt einer in der Nähe. Und wir haben ein Pferd gekriegt. Ein Stall am Plätze. Fluss. Man kann übrigens, wenn man das Pferd, es gibt ja ein Pferd als Figur dann richtig, also Link mit dem Pferd, wenn Ja. man das einscannt oder sowas, soll man wohl Epona kriegen. Habe ich gelesen. Okay. Ich weiß nicht, ob's. Wenn nicht, ist Easter Egg. Warte mal. Warte, wo... Da steht... Okay, in die Richtung. Guck mal oben auf die Berge drauf. Da kann man hoch. Nein, ich Na, dachte es erst, ist das ein wäre ein. Vulkan. Wahrscheinlich hinter dem Berg, ne? Kann sein, aber. Ich habe das Scan-Gerät noch nicht so ganz raus. Also, ich glaube, wenn ich in die Richtung laufe. Ja. Ja. Den Bergporten. Nicht? Wahrscheinlich hier hinter. Ja, wir müssen Wir können ja ja. auf den Berg drauf gehen, Wir theoretisch. sollen durch die Zwillingsberge durch. Also für die Quest, vielleicht ist das auch der Weg nach oben. Genau, gucken. Guck mal, da ist ein Weg. Oder? Ist das ein Weg? Wir können es testen, aber wir sollten Das vielleicht sieht nicht so erstmal aus, ne? runter. Ja, Oder? wir können da unten durch. Ja. Ja, das macht am meisten Sinn. Oh ja, echt, das stimmt. Kann ich Das ist das? schon, wie bescheuert ist der? Miau. Bescheuert bin ich, aber. Das ist schon wieder so ein Vieh, das mit Steinen schmeißt. Es hat lang genug geschmissen. Das hat noch Ah, gar da. nicht Ja, okay, geschmissen. da kommt ein Schrein. Schrein gefunden! Gleich. Warte, hat man jetzt die ganze Zeit dieses Ploppen? Das ist echt nervig. Kannst du den Sensor ausmachen? Ich weiß es nicht. Also, sonst hat man die ganze Zeit wirklich das Ja. Geräusch. Kann ich den hier irgendwo. Inventar wahrscheinlich nicht. Guck mal aufs System, ob da vielleicht jetzt angezeigt wird. Also, nee. Na, wahrscheinlich kann man das nicht. Vielleicht auf der Map selbst. Feuerstein. Feuerstein. Ah, okay. Das kann man Warte, verbinden. da war noch irgendwas auf X. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Vielleicht war es einfach nur ein Stein oder so. Ich glaube, da oben. Wo soll man denn jetzt hin? Ja, wahrscheinlich hätten wir da easy hochgekonnt, aber. Na, guck mal, da links können wir erstmal was wegspringen. Oh oh. Oh, hat gereicht. Da wurde ich getroffen, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist egal. Reisebogen. Oh Mann. Egal. Ständig dieses Inventarplatzproblem. Was ist, ist das ein Gegner? Nein, das ist okay. Und er? Wahrscheinlich. Aber ich wette, wir haben schon so viel verpasst. So viel. Ja, aber. Oder? Okay. Sieht aus wie. Kann ich das nur reinschieben vielleicht? Ja, da in die Richtung soll was sein. Ja, guck mal, da ist ein Ich Mensch auf weiß, deiner ich Seite. weiß, aber. Ich weiß nicht, was ich mit dem Stein machen soll. Ja, aber wir sind gleich beim Dorf, schätze ich mal.
Wir sollten durch die Berge durch und dann Richtung Norden. Da ist eine Truhe. Ja. Aber ich würde auch gerne mit dem Typen reden. Oh oh. Oh, cool. Das ist noch nicht angeln. Durchschwimmen. Oh, da! Oh, ich habe ihn gefunden. Sind wir dämlich? Haben wir den nicht gesehen? Wie dumm. Das war ein Test. Wir haben ihn gesehen. Aber. Bogo. Oh, was ist? Du siehst aus, als könntest du Salz gebrauchen. Hast du ein Glück. Außer Fleisch biete ich nämlich auch Steinsalz an. Kauf doch einfach von beidem was. Mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was du auch nimmst, du liegst immer richtig. Was ist denn für ein Wiedersehen? Gesicht? Nein, ich will nicht. Auf Wiedersehen und viel Glück auf deinem Weg. Cool. Wir haben den Schrein gefunden, Leute. Easy. Kein Problem. Oh oh. Oh. Oh, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich das trinken kann. Engelab. Wir sind tot. Link, nein! Oh. Och Mann. Egal, wir haben ja genug zu essen. Rom, rom, rom. Oh. Kann Oha. Aus dem Wasser? Ja. Der Gabor. Nein! Ablegen. Komm her. Bäm! Wollte der das fressen? Ja klar. Bombe. Mh, lecker. Sah so aus. Zack, aber da war doch noch einer. Ja, guck doch erstmal, was er fallen gelassen hat. Das ist doch dann jetzt was Neues. Ich wollte eigentlich erst den töten. Exalvus-Sporn. Vom Ellbogen? Au. Lecker, Link. Sauber. Hyrule-Barsch. Nicht zu verwechseln mit dem Hyrule-Arsch. Haha. Immer wieder witzig. Feuerstein! Pata voll voll! Kennst du die Folge von SpongeBob? Ja. Boah, das war einfach eine der besten von mir. Ridahi-Schrein. Dann machen wir wohl den Ridahi-Schrein. Das sind alles so coole Namen. So. Zum Beispiel dieser Sockenschrein. Ich glaube, das hieß Soke. Ja, egal, Locke. Ist mir schon klar, dass es nicht. Aber. Könnte ja sein. Übrigens kann es ab und zu mal sein, dass unten eine Werbung eingeblendet wird oder so ein Banner. Das Echt? Ist. Ja, das wegen Nintendo. Das ist nicht, weil wir das eingestellt haben oder sowas, weil wir haben keine Werbung geschaltet oder so, aber weil das Spiel von Nintendo ist und die uns halt erlauben, willkommen Pilger, mein Name ist Ridahi, im Namen der Göttin Hyla sollst du geprüft werden. Die erlauben uns halt das Spiel zu zeigen und dafür schalten die aber halt so einen kleinen Schriftbanner dann darunter ab und zu mal. Im Takt. Da können wir halt nichts machen. Nicht, dass einer denkt, ey, wie sind das? Oh, cool. Bam. Was macht der Walde? Das war's. Cool. Ah, da kommt die Platte. Ja, klar, ich weiß. Oh, scheiße. Ja. Würde jetzt gerne fahren. Okay. Okay, ich dachte schon. Kann ich da hochklettern? Na, du wirst doch jetzt gleich da abgehört. Ich will da runter. Oh. Ich wollte da auf dieses Feld treten. Ich dachte, ich trete dann auf das Feld und währenddessen geht dann hier diese Plattform, diese große, runter. Aber ich glaube, da oben gibt's gar nichts drauf, kann das sein? Nein, da ist nichts. Was siehst du da? Schade. Okay, hätte auch nichts geändert, wir hätten da eh hingekommen. Ja, das habe ich doch gesagt. Kannst du jetzt auch gerne nochmal hochgehen. Okay.
Okay, Spaß. Oder? Nein. Oh. Nein. Penner. Kannst du wieder runterkommen, bitte? Ja. Yep. Da hinten ist ja schon das Ende. Ist hier keine Truhe? Muss doch irgendwo eine sein. Ist hier nichts Schönes? Ah, da links. Oben. Kann ich runter? Oh, toll, hätte ich auch runterspringen können. Verschwendete Zeit. Geh ich da hoch? Da waren wir doch gerade. Ich wollte nur gucken, ob da was liegt. Oh, ich dachte, ich muss das Ding so hoch. Ja, klar, muss ja, ich musst so. Du aber. Cool. Und top! Na, ein bisschen früher. Das ist ja cool, das feiere ich. Nein, zu spät. Aber das finde ich echt geil. Ja. Jetzt. Down. Was? Ja. Immer noch nicht? Okay. Ja. Ja. Zu spät. Du musst dich nur direkt an die Kante. Nicht direkt. Kann ich auch einfach hochspringen? Jo, aber früher. Vor dem letzten. In dem Schatten noch. Geschafft! Ja! Ja. Das fand ich cool. So, und jetzt stell vielleicht mal eine Bombe da in die Mitte, damit das Teil oben bleibt, damit wir zur Truhe kommen. Weißt du, wie ich mein? Oh, jo. Nein. Die hat in eine Komplettlösung geguckt. Oh, oder auch nicht. Schade. Boah, ich wollte die fast zünden. Aber das muss ja dann hoch bleiben, damit wir... Yay. Yeah. Haben wir noch irgendwas? Jo. Ja. Ich weiß nicht, ob wir so da hochkommen. Da sind... Hä? Aber auch wenn wir hier runterspringen würden, wären wir weg. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendein Geheimdingens ist. Oder ob das einfach aufhört. Versuch mal mit dem Flieger... in einem Kreis zu landen. Warte mal. Mit welchem Flieger, was? Mit dem Parasegel. Ja. Oh, cool. Und was jetzt? Warte mal, kann man... Ach so. Ah, sind die Ach, wie heißt das? Magnetisch. Magnetisch, und kann man die einfach nehmen und rüberlegen. Moment, wir müssen einmal die Aufnahme pausieren und uns das mal anschauen, weil ich glaube... Was, da hakelt? Da hakelt es ein bisschen. So, bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Das war jetzt nur kurz. Ich habe nur geschaut, ob die Aufnahme auch flüssig läuft, weil... Und das Aufnahmefenster, es laggt ein bisschen und... Jo, die Kiste. Das Fass. Aber die Aufnahme selber ist flüssig. Aber ich wollte natürlich jetzt nicht halt ein Risiko eingehen und dann... am Ende wird die Aufnahme für den Arsch. Das wollte ich nicht riskieren. Nein! So. Oh, kommen wir da hinten dran? Wahrscheinlich, ne? Das ist cool. Ah, du musst noch... Ja. Vielleicht brauchst du halt wieder zwei. Oh, hab ich geschossen. Krass, ich auch. Scheiße. Entschuldigung. Uha. Das ist da nichts drin. Komm, bisschen Kleidung. Bisschen Kleidung. Ja. Ja. Sieht zwar aus wie ein Knopftuch, aber darin verborgen alte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeiten... beim Klettern. Das ist nice. Das ist cool. Ich mag zwar links Frisur, aber... Guck mal, wie süß der aussieht. Oh. Der ist doch zum Anbeißen, der Junge. Richtiger Musterschwiegersohn. Richtiger Knuffel. Da hinten musst du Leiter, da kannst du einfach hoch. Hm. Okay.
Nein! Nein, ich schaff das. Okay, ich schaff's doch nicht. Ich muss die Leiter benutzen. Wie ein Normalsterblicher. Och Mann. Ja, Link ist ein Normalsterblicher. Springen und springen. Was lustig ist, während man Leitern klettert, wird die Ausdauer regeneriert. Glaube ich. Soweit ich gesehen habe. Okay. Das ist lustig. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Und er trägt schon wieder ein Sombrero. Jetzt haben wir 4. Können wir die umtauschen gehen? Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ich weiß nicht, wenn das jetzt mehr geworden ist als beim letzten Mal, bräuchten wir 5. Ich hätte gerne auch so eine Preisliste von ihr. Von einer Fee beim Kochen helfen. Okay. Ja, wo bleibt denn die gute Fee dann? Lass mich die Fee sein. Wir können jetzt natürlich weiter geradeaus. Da ist nämlich noch ein Lager mit einer Truhe gewesen. Ja, hatte ich vor. Ah, okay. Ich gehe ja jetzt nicht zurück. Wir haben aber unser Pferdchen. Plötze hatte ich wohl nicht gehört. Plötze, Mann. Penner. Mach sowas doch nicht. Schon wieder ein Schrein in der Nähe. Wir laufen in die richtige Richtung. Guck mal da oben. Die Geräusche nerven, wenn wir lieber kommen. Das ist echt nervig. Cool. Mami. Wie süß. Guck, es lohnt sich echt hier die ganze Natur zu zerstören. Solltest du da vielleicht nicht lieber einen Stock nehmen? Boah, kann man dieses... Ich will das nicht. Das... Geh mal auf die Karte. Minus. Schreine. Shika-Sensor. Y? Aus. Ich weiß aber nicht, dann wird es jetzt gar nichts mehr angezeigt. Das ist halt das Problem. Ja, aber das war ja hier in die Richtung. Das heißt, wir können ja in die Richtung. Ja, aber ich finde ja die Funktion selber, die finde ich ganz gut. Aber ich finde das Geräusch scheiße. Ach. Ja, das wirst du da jetzt nicht ändern können. Nein, falsch. So. Ich finde es halt schon sinnvoll, aber... Wurfspeer. Okay. Das ist cool. Oh. Kannst super eine Bombe werfen. Auch wenn ich nicht super eine Bombe werfen könnte, ich würde es trotzdem tun. Aber pass auf, dass du nicht den Stein triffst. Link kann das. Ich wollte die nur verwirren. Ja, aber der Wind geht nach links, das heißt, du musst sie weiter nach rechts werfen. Das sind ganz schön viele. Ach. Du musst auch die... Ja. Zack. Aber du hast keinen... Bomben fast getroffen. Oh, cool. Oh, ich hab's verkackt. Ah nee, ich hab's verkackt, weil ich keine Waffe mehr hab. Nur so ein Wurfspeer mal. Soldatenlanze und Wurfspeer. Das ist echt. Ich finde das richtig geil, dass man so viele Waffen hat. Ich finde es geil, dass die Gegner die halt auch wirklich droppen. Oder deine Aufnahme oder die Freunde. Boah, das ist cool. Ja, guck mal. Krass. Ist denn schon Silvester? Und werfen. Das ist geil. Ich finde das Kampfsystem hier richtig cool. Ja. Cool, ich sammle gleich die ganzen Pfeile ein. Schieß ruhig weiter. Ach komm, eine Keule. Ich finde es süß, dass die Ketten. Da habe ich dem richtig angekeult.
Der musste sein. Es tut mir leid. Das bezweifle ich. Ich glaube, du hattest echt Spaß dran. Ja, ich habe da auf jeden Fall Spaß dran. Aber sowas kommt mir halt einfach in den Kopf. Und dann muss ich das mit der Welt teilen. Kann ich das, den Schild... Dafür brauchst du aber eine andere Plattform. Ja. Da bin ich, ja. Was machst du gerade? Das hier wegwerfen, diese ganze Kacke, die ich hier habe. Oh, scheiße. Was denn? Ah, guck mal, jetzt... Ah, der ist gut. Der hat 10. Ich habe hier halt überlegt, ob ich vielleicht mit dem Stein einfach vorschieben kann, dass sie mich nicht sehen und ich mich dahinter verstecken kann. Das dauert doch ewig. Ja, deswegen. Du bist durchs Feuer gelaufen. Yay! Panda. Oh, cool. Ey, geil. Geil, kann ich das... Die Visa anfangen? Nein, kann ich nicht. Nein, das ist nicht hoch genug. Ach Mann! Spielverderber. Geh doch mal ins Wasser. Oh. Vielleicht bist du nicht zu nah. Oh, das geht, scheiße. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht solltest du nicht zu nah. Oh, guck mal. Daran. Kann ich das anrennen? Ach Mann. Das sind Knochen. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm, dass ich hier die ganze Zeit irgendeine Scheiße mache, aber ich finde es lustig. Wenigstens einer. Ey. Der läuft immer noch da hinten lang. Ist sein Job halt, ne? Ein Bumerang! Kennt es im Idealfall zum Werfen? Im Idealfall? Okay. Aber es ist gerade windig. Sag ich mich, ich werf so. Oh. Ich hab den Boomerang angefackelt. Jetzt steckt er den ohne Probleme brennend zurück in seine Hose. So, ich fange den jetzt. Achtung. Ja. Haha, gefangen! Cool. Kommst du dann jetzt wieder hin? Das finde ich cool. Ich benutze ihn mal gleich. So, ich würde sagen, wir kochen ein bisschen was, weil wir haben nicht mehr allzu viel und können wir auch einfach Äpfel in die Hand nehmen. Ja klar, komm, machen wir Röstäpfel, so Bratäpfel-Dings. Oder so Apfel, boah, das ist geil. Oder so ein Fisch mit einem Bratapfel in der Hand. Lecker. Ich würde jetzt einfach... In die Hand. Habe ich hier irgendwo ein Gewürz oder so? Oh, eine leckere Eichel. Dann konntest du die Eicheln auch rösten. Ja, wahrscheinlich. Ja, stand da. Ja, ich leg mal alles zurück. Ich nehme einfach nur Äpfel in die Hand. So, und koch das. Kriege ich jetzt 5 Bratäpfel, oder? Wie sieht das aus? Kochobst! Oh. Ein Haufen Obst, das waren 5 Äpfel. Oh, scheiße. Ich habe gar nicht 5 Herzen. Dann nimm jetzt einen Apfel. Wir haben ja noch keinen. Nimm einen Apfel. Oder ich nehme einfach in die Hand. Noch einen in die Hand und rein damit. Dann kriege ich ja 2 Herzen, hoffe ich. Wenn ich richtig gerechnet habe. Haha. Jo. Ja, natürlich. War ja für jeden Apfel halt ein Herz dann. Ja. Bernstein. Du musst den erst noch in die Hand nehmen. Also aufsammeln. Was, wie aufsammeln? Ach nee, okay, hast du. Ich finde das immer ein bisschen verwirrend, was man hier halt... Zum Beispiel, ich finde... Die hätten halt die Sachen, die man kochen kann, vielleicht nicht unbedingt dahin tun sollen, wo die anderen sind. Ja, vor allem, da steht Materialien und dann ist da so ein Apfel. Also ich hätte ist ja ein Material, aber hier zum Beispiel, das kann man kochen. Ja, aber die Zutaten würde ich dann auch gerne mit beim Kochtopf haben, wo das restliche Essen ist. Also kochst du mit Insekten? Ich brauche Insekten. Haben wir nicht. Geflügel. Die Geschwindigkeit wird erhöht. Insekten, also hier die ganzen Monster-Sachen einfach mit Insekten. Ja. Kochen, die kannst du auch rösten.
Steinsalz. Ah, okay, das wäre unser Salz. Ja, das kann man ja hier mit dem Fisch. Ja, genau. Das schmeckt bestimmt. Cool, damit können wir wahrscheinlich ein Feuer machen dann immer. Ja. Ups, sorry. Du könntest dann jetzt natürlich Fisch und Salz. Ah, hier habe ich noch mehr Fische übrigens. In die Hand. Steinsalz. Mhm. Und danach packe ich mal noch eine Kastanie dazu. Eiche. Eine Eiche, meine ich ja. Schmorfisch, das ist cool. Mm. Da kann man kann einfach alles hier zusammenschmeißen. Das ist echt geil. Hast du jetzt eine Eiche mit Salz? Ja. Okay. Ja, probieren. Ich dachte, da macht man so ein bisschen Eichelpuder rüber oder sowas so. Ich weiß nicht. Schmorfisch. Guck, ein Herz mehr. Na gut. Ich bin gut. Und jetzt Essig. Och Mann. Oh. Mann. Du kannst ja das Geflügel noch, aber schmeiß bitte nicht die Fee ins Feuer. Ho, ho, ho. Wer will's sehen? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich würde holen. Kann man theoretisch einfach sowas Banales wie Geflügel mit Fisch? Eine Fleischplatte. Geflügel mit Fisch, okay. Grillteller. Cool. Ah. Erhöht die Abwehr. Ja, ja. Alles klar. Cool. Bling, bling. Bling, bling. Ja. Ist halt echt. Das ist auch schon wieder so ein Aussichtspunkt, ist das. Ich finde, einmal blingen wird reichen oder so, aber. Guck mal nach oben, vielleicht ist es ja wieder unfassbar nah. Nö, echt da in die Richtung. Hä, noch ein Pferdedingen? Das ist aber jetzt nicht das Pferdeding. Nee, okay. Können wir an dem Pferdeding auch Plätze holen? Ich hoffe. Das steht irgendwas drauf, glaube ich, auf dem da. Turm. Ja, lass uns erstmal den Schrein hier. Okay, wir machen den Schrein. Okay. Was denn? Nein. Können wir da vorbei? Nee. Und vielleicht musst du deswegen auf den Turm. Ja, wahrscheinlich, dass ich da rüberfliege. Ja. Wenn das klappt. Klappt das? Ich weiß ja nicht, wie der Wind steht. Kann auch sein, dass der Wind günstig. Oh, cool. Oh, da hinten sind Wildpferde. Mhm. Vor allen Dingen ist da ganz viel Fleisch. Was? Großer Bruderbrücke. Großer Bruderbrücke, cool. Mhm. Kann ich mit der Platte was unfassbar machen? Unfassbar gerader Stein. Sehr auffällig. Oh, guck mal da links. Warte, geh erstmal links. Da ist ein Wegweiser. Siehst du den? Steht da was drauf? Welcher Wegweiser? Nein. Jetzt kann ich es nicht mal lesen. Ich sehe den nicht. Ach, da. Ups. Scheiße. Ich dachte eigentlich, das kippt andersrum. Bist du doof? Ich beheb das. Ich beheb das. Scheiße. Mann, ey. Komm, das ist doch. Komm, ich muss das einfach nur umrennen. Ja, wirf es in die Flut. Tschüss, Wegweiser. Scheiße, sorry. Ich hasse dich. Das ganze Spiel kaputt gemacht. Sie hasst mich. Das weißt du auch schon länger. Ich weiß. Oder wir können einfach da oben drauf klettern. Ja. Das ist wahrscheinlich eher, aber. Egal, mal testen. Ey, Link. Hoch da. Hoch da. Guck, warte mal. Da guck, der regeneriert Ausdauer beim Leitern hochklettern. Ist ja nichts für den. Das ist für den Pause. Ja, also der regeneriert nicht, sondern. Nein, der regeneriert eigentlich die Ausdauer da. Weil er sie normal auch Nein, nicht wenn er klettert. Wenn er klettert zum Beispiel. Leitern zählen nicht zum Klettern, die verbrauchen ja, keine. Ja, das meine ich ja, das ist ein bisschen. So, was anderes. Hier ist doch gar nichts. Muss ich das. Kannst du da gegenhauen oder ist irgendwas Cooles drin? Ich überlege gerade, kann man. Nein. Aber das Ding, das bringt ja nichts, ich muss das jetzt runterballern. Hä? Wir können auf keinen Fall bis da hinten hinfliegen. Nein, vor allem nicht mit dem Wind jetzt gerade.
Aber du kommst vielleicht dahinter. Ich verstehe raus. Nicht, was die Kiste mir sagen will. Ich auch nicht. Leute, ihr wisst das bestimmt. Spring. Guck mal, da ist noch ein Hint. Ich hätte die Kiste auf den werfen sollen. So nehme ich den. Obwohl. Ey, wir schaffen das. Jo. Hayu Dama Schrein. Krass, der zweite Schrein in einem Video. Mann. So gut? Wir verwöhnen euch richtig. Ja, den Schrein, den schaffen wir hoffentlich noch. Ob ich denke. Ja, die sind ja jetzt nicht so unfassbar fordernd. Aber ich finde die eigentlich ganz gut. So, die sind halt schnell, aber musst du ja auch in so einem riesen Rollenspiel. Ja, die haben extra gesagt, dass es in den letzten Zelda-Teilen wohl zu krass war mitunter. Und dass sie das halt wesentlich leichter gemacht haben. Das letzte war ja Skyward Sword. Sword, ja. Fand ich nicht so überragend. Willkommen, Pilger, mein Name ist Hayu Dama. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Wegweisender Wasser. Okay. Aber ist ja klar, in so einem umfangreichen Spiel. Du und Wegweiser. Überleg mal, die würden jedes von diesen Dingern, auch von diesen Dungeons, so riesig machen. Da sind die ja eigentlich in 5 Jahren nicht fertig. Oh, sorry. Findest du's? Nein. Okay. Kann ich? Also da vielleicht in das Fließende? Aha. Was? Okay. Klar, check ich. Ah, du kannst da auch runter. Ich will aber erstmal hier hoch. Das mir gerade irgendwie, das ist so. Der Raum ist so offen. Kann ich da auch hinfliegen? Hui! Yay! Okay, der Stein. Also der Ball. Oh krass, wie weit. Kommt das dann nach oben? Man hat hier von hier halt keine Übersicht. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir. Oha. Oh, ich dachte schon, du stirbst jetzt. Boah. Ich weiß nicht, ob wenn wir hier oben stehen, da haben wir halt bessere Übersicht. Aber ich weiß nicht, wie weit das ja, Alter, wie weit? Da mach doch mal links auf dem Schrägen, das ist so, dass der Ball halt nach rechts abprallen muss. Ist mir klar, also hier links. Also, ja, jo. Genau. Oh. Warte, vielleicht war das ja noch nicht ausgefallen. Ja, wir können es auch einfach hier. Ja, abwarten. Ja, cool. Perfekt. Gucken. Okay. Vielleicht weiter nach rechts. Ich kann auch einfach hier so. So. Bäm. Kannst du gehen? Oh, cool. Ja, okay, weiter nach. Den unten vielleicht noch. Und dann weiter nach. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier irgendwie anheben kann. Ob das. Nee. Ich glaube, du musst es einfach weiter nach links reinmachen, sodass der nicht drauf liegen bleiben kann. Ja. Okay, warte noch mal ein bisschen. Ja, nein. Da unten dann. Ich muss ja, hier noch, damit das halt. Warte. Na, kannst du auch ganz nach oben noch machen, nur das halt nicht runterfliegt. Ja. Oder, warte. Oh, schade. Hä? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Egal, ich wollte das halt vielleicht. Dass er dann unten vielleicht nochmal irgendwo auftickt. Ja. Ach. Ja, gut. Aber ich finde so die Art der Rätsel eigentlich ganz cool. Ja. Sag mal was. Hä? Oh nein, du kannst nur drei. Okay.
Ach scheiße, das ist voll verkackt. Oh, das ist gemein. Tut mir leid, dass wir für dieses leichte Rätsel dir zu lange brauchen. So, mal gucken. Ja? Ja! Ja! Jee! Bin ich schlau. Ja, schlau. Ist da vorne rechts eine Schatztruhe? Ja. Ja, stimmt. Die habe ich erst gerade gesehen von hier. Wollen wir da einfach nicht treffen? Ja, genau. So. Oh, cool. Du hast ein wohliges Kribbeln in deinem Magen. Ja, glaube ich dir. Ja, ja. Das ist wie wenn man so einen 50er auf der Straße findet. Klar, hat man jeden Tag. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe mal einen 10er verloren als kleines Kind. Ich war, so, wenn man so ein 9-jähriger oder 10-jähriger kleiner Pimpf ist und man verliert einen 10er, das ist ein Weltuntergang, ne? Das sind 3 Monatsgehälter. Ich war auf dem Weg zu Intertoys und wollte mir Yu-Gi-Oh! Karten kaufen, dann stand ich da und mein Geld war weg. Oh. Ich war einfach so traurig. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Yay! Guck mal, die macht Sch mit dem Finger. Hast du das gesehen? Ich hol das aus der Nase raus, so. Ne, guck. Okay, toll, danke. Da, einmal. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Mögen die Göttin Hühner dir beistehen. Ich hab dir dein Part geklaut. Nee. Au. Am lauffreudigen Wildpferd. Na, Plötze ist süß. Nehmen wir alle Plötze? Können wir machen? Ja. Da vorne steht jemand. So, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Und wenn ihr es durchgehalten habt, dann Dankeschön, dass ihr es durchgehalten habt. Jetzt habt doch einmal durchgehalten, bitte. Ja. Ich habe auch durchgehalten. So. Das hat lange gedauert. Dankeschön. Und haut rein. Habt einen schönen Tag. Habt eine schöne Woche. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.